Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu den gruseligsten urbanen Legenden aus der Türkei Teil 1. Und die Türkei ist quasi das erste Land, was gewisse geschichtliche Probleme bei der Recherche mit sich brachte. Denn das alte Osmanische Reich war sehr vielschichtig und sehr weit ausgedehnt. So gehörten früher so einige Gebiete dazu, die heute nicht mehr zur Türkei gehören, weshalb es über die Jahrhunderte natürlich zu gewissen Vermischungen kam. Trotzdem hat die Türkei überaus spannende Legenden, von denen ich euch einen Teil in diesem Video vorstelle. Diese Legende stammt aus der Stadt Amasya und handelt von einer Königstochter, die so außergewöhnlich schön war, dass sie ihr Gesicht bedecken musste. Als ihr Vater beschloss, dass es Zeit für sie war zu heiraten, sandte er die Nachricht aus, dass derjenige, der in der Lage war, ihren Schleier zu heben und ihrer Schönheit zu widerstehen, ihr Ehemann werden würde. Daraufhin trafen viele Junggesellen in Amasya ein. Einer nach dem anderen kamen die jungen Männer, um den Schleier der Prinzessin zu lüften, wurden jedoch sofort von ihrer Schönheit überwältigt. Eines Tages dann stand ein sehr armer, aber auch ein sehr mutiger Mann am Palast und sagte, er wolle sein Glück versuchen. Als der junge Mann den Schleier der schönen Prinzessin hob, entstand plötzlich eine goldene Aura um die beiden herum. Diese Aura war so stark, dass die beiden in der Hitze des goldenen Lichtes starben. Ihre Körper sind in einer Höhle außerhalb der Stadt begraben und jedes Mal, wenn die Sonne auf die Felsfassade ihres Grabes scheint, scheint die Oberfläche so hell wie das schöne Gesicht der Prinzessin. Der Burgberg von Alanya ist umhüllt von einer alten Legende. Die Legende besagt, dass dort einst der Byzantiner Agilis gelebt haben soll, der es leid war, dass sein Land ständig von einem Piraten namens Vasil geplündert wurde. Um ihn davon abzubringen, versprach er ihm die Hand seiner Tochter Eleni. Diese weigerte sich jedoch, weil sie einen Hirten liebte. Agilis war so von Zorn erfüllt, dass er seine Tochter in eine schmale Kerkerzelle sperrte. Mit dem Blick durch das winzige Fenster auf den Strand von Damlatas sollte sie zur Besinnung kommen. Eleni gab aber nicht nach und weinte wegen des Hirtens viele Tränen auf den kargen Hügel vor dem Fenster. Dort wuchsen nach einiger Zeit Oleander, Lorbeer und Granatäpfelbäume. Irgendwann starb sie einsam und voll Trauer in ihrer Zelle. Wann immer es dort heute regnet, glauben die Menschen, dass es Elenis Tränen sind. Es soll Glück bringen, wenn man bei Regen zu dem Hügel geht, auf den sie einst weinte und diesen berührt. Der Legende nach lebte einst ein alter Fischer am Ufer des Titreien Göl, des zitternden Sees, und fütterte die Vögel. Wenn die Vögel den alten Fischer am Ufer des Sees sahen, kamen sie stets auf ihn zu. Eines Tages dann schossen Jäger auf die Enten auf dem Wasser. Der alte Mann versuchte, sie davon abzubringen, doch die Jäger schoben ihn einfach beiseite und wollten sich die bereits getöteten Enten holen. Als der alte Mann weinend daneben stand, erhoben sich plötzlich die anderen Enten aus dem See und bildeten zusammen einen riesigen Pfeil. So flogen sie auf die Jäger zu, die wiederum panisch die Flucht ergriffen. Seitdem soll der See regelmäßig zittern. Und tatsächlich berichteten bereits viele Einheimische und auch Touristen davon, dass der See plötzlich anfing zu zittern. Und das war der erste Teil der gruseligsten urbanen Legenden aus der Türkei. Nächste Woche werden wir uns dann in Richtung Konstantinopel bewegen, dem heutigen Istanbul. Denn diese Stadt hat mit Abstand die meisten Legenden, zumindest soweit ich es bisher gesehen habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.